अपने यहाँ तो लक्ष्मी जी को, ओ Wir Inder लक्ष्मी, beten zur लक्ष्मी Göttin des पूजा करते हैं Wohlstands, Lakshmi Ji, indem wir Münzen waschen, am Tage des Festivals Dandiras. Und warum? Damit noch mehr Wohlstand kommt. Aber Lakshmi, der Wohlstand, wird nicht kommen, indem wir Münzen waschen. Wäscht irgendjemand in Amerika oder der westlichen Welt so die Münzen? Nein, ich spreche über die Menschen im Westen. Waschen irgendwelche Amerikaner ihre Münzen? Und dennoch haben sie so viel Wohlstand. Und in unserem Land, wir waschen die Münzen und der Wohlstand kommt nicht hierher. Dafür gibt es einen Grund. Es gibt Gesetze, denen man folgen muss. Wir müssen Ehrlichkeit beibehalten. Und dann wird nicht nur Wohlstand zu uns kommen, sondern wir werden auch inneren Frieden haben. Aber wie kann ich jemanden ausrauben oder Geld erschwindeln? Wen kann ich betrügen? All das verursacht Behinderung, um Wohlstand zu erlangen. Auf der einen Seite erzeugen wir diese Hindernisse und auf der anderen Seite beten wir auch zur Göttin des Wohlstands, Lakshmi Ji. Wir üben all die Rituale aus, dann hoffen wir, ich werde so viel Geld gewinnen und in der Lotterie gewinnen und dann kaufen wir Lottoscheine, aber wir gewinnen nichts. Nun, das ist das Ergebnis von positivem Karma. Wir müssen die spirituellen Gesetze von Lakshmi Ji verstehen. Wenn wir Geld übrig haben und wir nutzen das für einen guten Zweck, dann kommt es vielfach zurück. Es wird vielfach zu uns zurückkommen. Andernfalls ist es eh nur zum Fenster hinausgeworfen. Wenn es ausgegeben wird, um anderen zu helfen, dann wird dir dieses Geld ganz viel Glück bringen. Wohingegen, indem man andere betrügt, jemanden beschwindelt und auf diese Art Geld ansammelt, dann ganz gleich, wie viel Wohlstand du auch hast, selbst wenn du Millionen Dollar hast, aber so ein Reichtum wird dir keinerlei Glück oder Frieden bringen. Da wird kein Frieden zu Hause sein. Die Kinder werden nicht auf dich hören. Die werden verdorben werden und vom Weg abkommen. Geld wird da sein, aber es wird keinen inneren Frieden geben. Also was bringt so ein Reichtum, der auf falsche Art erworben wurde? Er wurde nicht ehrlich erworben. Wenn Wohlstand ehrlich erworben wird, dann wird er dir ganz viel Glück bringen. Das ist also der einzige Weg, um Glück zu erlangen. In unserem weltlichen Leben braucht man viel Wohlstand. Aber das bedeutet nicht, dass es alles ist. Das ist alles, das Mittel für alle Arten von Glück, nichts anderes als Reichtum, nur Geld. Diese Überzeugung muss man auch nicht haben. Das ist einer der Umstände. Unter vielen anderen Dingen ist das ein Umstand. Aber viele andere Dinge sind auch sehr wichtig. Lebe in Harmonie, verletze niemanden, tu niemandem Unrecht, lebe ehrlich, moralisch. All diese Dinge sind sehr wichtig.